Wir machen gerade weiter mit Limbo. Gefährlich. Das ist ein bisschen blöd. Aha. Los, los, los! Ah, so viel auch nicht. Los. Aber mit dem Schwung muss es langen. Es sollte schon. Yes, ah ja. Das gefällt mir irgendwie auch nicht, der Block da. Ich gehe jetzt mal einfach da rauf. Ich denke, da muss ein Weg sein, weil ja, rechts gibt es einfach nichts. Okay, ich verstehe gar nicht, was die Wippe da soll. Oh, ein Schalter. Passiert etwas? Hoi? Okay. Was hat es mit dieser Wippen auf sich? Gute Leute. Irgendwas muss es haben und ich muss irgendwoher noch eine Kiste haben, um dort können das Seil erreichen. Die Kiste tue ich dann wahrscheinlich mit dem. Ah, okay, gut, alles klar. Ich habe gewusst, da ist noch etwas. Ich habe es aber vergessen, was. Für das braucht man dann auch die Wippe, das ist ein Geld, so ein Rätsel. Ich gehe jetzt da mal voraus. Ich glaube, das ist eben falsch. Ja, das ist jetzt das nächste Hindernis, hä? Komm, zieh ihn doch so. Hallo? Bin ich so ein Lügengewicht im Gegensatz zu dieser Kiste? Komm jetzt. Okay, ich muss irgendwie das. Die Wippe können fixieren. Ich denke nicht, dass das der Schalter ist. Der bringt nur wieder rauf, oder? Ja, bleib doch mal da. Ich brauche jetzt die Kiste. Wie bringe ich die Kiste da hoch? Also da ist schon mal noch irgendwas gewesen. Schaut mal den Block an. Das sieht einfach schon nur strange aus. Ist es nicht etwas mit dem? Habt ihr es schon erlickt? Ich nicht. Da kann man nicht rauf. Da ist noch nichts mehr. Ah, nein, der Rohr ist ja auch nur das. Die Drecksage, oder? Ja. Nein, ich sehe da unten echt keinen Sinn mehr, um nochmal runterzugehen. Ich mache es jetzt nochmal, aber... Nein, voll nicht. Es ist nichts mehr. Es muss dort oben sein. Hey! Also, ich habe eine Klappe. Ich habe nur eine Klappe und eine Kiste. Und einen Lift. Was bringt mir das, fragt ihr euch? Ich frage mich das auch. Ich habe ein Rittiseil. Juhu, eine Schaukel.
wenn ich da dieser Kiste, mit dieser Kiste weiterkomme. Ich muss die da überbringen, um an das Seil herzukommen. Aber ich kann die nicht überbringen, weil das immer überklappt. Die ist auch zu schwer, als dass ich es mit Geschwindigkeit drüber schiebe. Das heisst, ich muss von unten. Ich habe das Gefühl, es ist die Platte dort unten, die noch irgendetwas muss bewirken muss. Nur was? Ich nehme jetzt mal noch die Kiste ab. Ja, das ist klar, dass man die da nicht drüber schieben kann. Sie könnte auch runterfallen und für immer verloren sein. Also man braucht sie hundertprozentig für das Seil, wenn mir das vorher noch nicht klar war. Und ja, wie ihr seht, das ist jetzt wirklich eines von diesen Rätseln, wo ich mich nicht mehr mag daran erinnern. Nein, jetzt bleibt einer, habe ich gesagt. Nein! Ich will jetzt das verwütschen! Ja gut, weißt du, ich hole einfach die Kiste wieder rauf in die Dreckskiste. Von was den Lift nehmen, wenn man selber schneller ist. Ja. Danke an Mac, du Lift. Und in der Hoffnung, dass ich die Platte dann packen kann und selber runterziehen. Ich glaube allerdings auch nicht, dass das geht. So. Weißt du, dass ich da. Ah. Nix. Nix! Ich check's nicht, Leute. Keine Ahnung. Ah, da kann man rauf. Hä? Das Seil. Muss man dort rauf? Nein, ja, warte. Gut, sehr schön hast du das gemacht. Bub. Typ. Anonymous. Nein, jetzt bin ich doch vorher ohne Probleme aufgekommen. Was ist jetzt das Problem? Also auf den Lift natürlich. Nein, ich bin zum Kotzen! Darum spiele ich so selten Jump'n'Runs. Mein Controller ist mir noch kaputt gegangen. Also. Ich schaffe doch das einfach da rauf, oder? Ja. Also. Wo ist dein Problem? Wegen diesen Millimeter? Unglaublich schlimm, das ich. Ich sage mir jetzt ein wirkliches Miago. Er sieht so aus wie so wie einer von den Gothic-Leuten aus South Park. Wenn sie immer so dastehen in der Tanz. Nein! Hey! Sehr schlimme Geschichten, die da passieren. Also ich habe jetzt einfach die Hoffnung, dass ich mit dem Rohr dort oben einfach weiterkomme und das Ganze da kann ignorieren. Das glaube ich zwar nicht. Ah! Leute! Ich mache das rasch offscreen. Ich habe keinen Bock, um euch das noch zu zeigen. Ah! Leute!
Ich schaffe es nicht. Ich bin jetzt sicher schon 20 Minuten an diesem scheiß Sprung. Und ich hole mir jetzt in einem anderen Let's Play Hilfe. Ich probiere es jetzt noch einmal mit euch, aber ich habe echt keine grosse Hoffnung. Und ich hole mir dort Hilfe, wie die das machen. Das kann doch echt nicht so schwer sein. Egal, bis nachher. So, ich bin wieder da. Dort oben gibt es nur das Achievement. Das heisst, ich hole mir das sicher nicht. Ich bin nicht so Achievement geil, dass ich jetzt das brauche. Aber ich habe gesehen, wie es weitergeht. Dann habe ich gerade abgeschaltet. Wir suchen hier durch ein Gewicht. Und das Gewicht ist gerade da. Es hat einen Griff. Es hat einen Griff. So. Oder? Völlig logisch. Kasam. So einfach könnte es sein. He? Ach. Ja, und ich habe jetzt wirklich beschissen. Es tut mir ja auch leid. Es schießt mich auch an. Aber ich wollte doch wissen, wie man dort raufkommt. Und das muss man ja gar nicht. Oh. Gut. Aber ey, ab jetzt weiss ich wieder nicht mehr, wie es weitergeht. Wirklich nicht. Und sonst, ja, es wäre auch egal. Ob ich das würde wissen oder nicht. Also, die schalte ich jetzt mal noch nicht an. Ja, jetzt kommt das Teil wieder. Aha, ja, und ich habe es schon verkackt. Ich hätte das sollen. Ich hätte immer so aufeinander aufdinseln. He? Jetzt schaffe ich es dann wahrscheinlich nicht mehr von der Zeit her. Ja, siehst du. Ich bin sicher, aber ich komme nicht weiter. Das heisst, wir gehen uns absichtlich nicht zerschmetzeln. So. Töne. Jetzt brauche ich zuerst den. Oder fährt dann die Sage schon an und ist dann. Sind wir dann zu spät? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, hä? Ja, jetzt sind wir genau zu spät. Oder? Ja, voll. Also, zuerst die erste. Oh, da komme ich noch die Kiste auf den Kopf über. Das sollte natürlich auch nicht passieren. Warte mal, so. Nein. Auch nicht, hä? Jetzt suchen wir wahrscheinlich nicht auf. Ja, das ist schon gut. Okay, jetzt geht es einfach nur darum, die Reihenfolge herauszufinden. Welches Teil zuerst? Das und den hinteren ziehen, es ist recht knapp. So, aber jetzt. Oh, das ist ja recht riskant, wieder. Ungo. Ja. Dann hätte man es ja vorher schon geschafft, wenn ich es ein bisschen gescheiter hergestellt hätte. Egal. We did it. Ich sehe, dass der... Was war jetzt das? Irgendetwas ist an der Decke weggehangelt. Ui. Da höre ich Wasser. Du, da geht es wirklich weiter. Was war jetzt das gewesen? Nein. Allein im Dunkeln. Ah, das ist... Cool. Und jetzt, wo bin ich? Egal. Ja, die Party ist eh fertig. Bis bald. Peace.